nach 16 Jahren, meine ich, kann ich echt sagen, ja, wir sind echt eine Institution geworden, ne? Hip-Hop und Burger. Wenn so eine Legende dann auf einmal bei dir im Laden steht, so, Esteban, ne? Ist so eine Legende. Ist ja eh voll erstmal in so einem komischen Rausch. War dann aber, hab mich schon so in dieses Klamottenthema, Textilthema so eingearbeitet, dass ich dachte so, ey, scheiße, ich muss das, ich will das, ich habe richtig Bock drauf gehabt. Das ist auch, was ich wirklich seit Jahren jeden in meinem Umfeld auch immer versuche zu vermitteln, so dieses so, ey, du hast eine Idee? Alter, mach mal so, ne? Ey, ein Cheeseburger ist alles, was du brauchst. So, mehr brauchst du nicht. Liebe Freunde und Supporter vom Oshun Podcast, bevor wir in die Episode gehen, natürlich wieder unser Giveaway dieser Episode. Und da hat unser Gast, mit dem wir gleich sprechen werden, uns etwas mitgebracht, was es tatsächlich so noch gar nicht zu kaufen gibt. Das bedeutet also, höchst exklusiv und ganz, ganz wunderbar, fast schon limitiert, gibt es ein ganz großartiges Paket der Brand namens Support Friendly People. Und wenn sich fragt, was könnte in diesem Säckchen drin sein, hole ich doch mal gleich eine extrem geile Cap raus. Dazu, das ist natürlich noch nicht gewesen, gibt es auch einen Support Friendly People Sweater. Den gibt es noch mit on top in diesem Paket. Das ist aber auch noch nicht gewesen. Ich schmeiß das mal kurz da vorne hin. Es gibt auch noch ein Support Friendly People Shirt. Und auch das ist es noch nicht gewesen, denn unser Gast, wie ihr gleich erfahren werdet, hat einen Anteil an diesem wunderbaren Buch. Ja, Undercover Deutschrap, da geht es um die Geschichte von Deutschrap-Covern. Ganz großartiges Buch, kann ich empfehlen. Shoutout an dieser Stelle auch an Vanessa. Und das gibt's auch noch mit dazu. Und dann ist das immer noch nicht gewesen, denn Burgeramt ohne Essen wäre wie Essen ohne Burgeramt. Es gibt diese wunderbare Karte und wer sich jetzt denkt, naja, die ist ja nur klein, da steckt noch was ganz anderes hinter. Der Gewinner oder die Gewinnerin dieses Giveaways kriegt gleich mal 50 Euro zum zum Essen und zum Trinken beim Burgeramt in Berlin. Das gibt's noch on top. All das zusammengenommen, also Cap, Shirt, Pullover, Buch und diese Karte mit 50 Euro vom Burgeramt. Alles zusammengenommen für einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Was ihr tun müsst, ganz einfach wie immer, YouTube-Account abonnieren. Das Video kommentieren. Vielleicht überlegen wir uns was Schönes, vielleicht überlegt ihr euch was Schönes, vielleicht wäre es schön reinzuschreiben, was euer Fave Burger of all time ist. Wäre mal eine Idee, aber jeder Kommentar zählt. Das Video liken und dann seid ihr Teil des Ganzen und das Giveaway läuft natürlich wie immer 2 Wochen. Und jetzt gehen wir rein in die Episode. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Lifestyle-Podcast born and raised in der Sneaker- und Streetwear-Culture. Unser heutiger Gast, ja, der hatte Burger Places cool gemacht. Während es heute in fast jeder größeren Stadt natürlich irgendeine coole und lifestyleige Alternative zu den Klassikern McDonald's und Burger King gibt, sah die Nummer 2008 noch ganz anders aus, selbst in Berlin. Tan Ervas, der hat den Need erkannt und als Berliner Hip-Hop-Fan und ehemaliger Graffiti-Writer und natürlich auch Gastronom diese 2 Dinge zusammengebracht, die so ersichtlich zusammengehören wie Hip-Hop und Beef, und zwar Soul Food und Rap. Das Burgeramt in Berlin, das ja, steht seit über 15 Jahren mittlerweile schon für gutes Essen und für Culture. Mobb Deep waren schon genauso am Start wie die West Coast Fotografen-Legende Esteban Oriol. Sie haben Streetwear und Food im Rahmen einer exklusiven Collab mit Joker zusammengebracht. Sie haben Konzerte veranstaltet. Sie haben Album-Release-Partys und Listening-Sessions veranstaltet. Sie haben Dinge für die Culture veranstaltet und ein Buch veröffentlicht. Und ohne ihre Chicken- und Fries-Kombination, da bin ich wirklich ehrlich, Tan, das muss ich an der Stelle auch sagen, wäre mein Freitagabend auf jeden Fall schlechter, als er ist. Liebe ich nämlich ganz besonders. Und du hast was mitgebracht, was ganz exklusiv und frisch gerade aus eurer Küche gezaubert wird und das nennt sich Support Friendly People. Und darüber sprechen wir heute unter anderem auch. Tan, welcome to the show. Vielen Dank und sehr gerne spreche ich darüber und wirklich schön mit dir hier zusammenzusitzen. Ich freue mich wirklich sehr, ob vor der Kamera oder auch ohne Kamera mich mit dir zu unterhalten. Das macht wirklich Spaß. Ich freue mich. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich auch sehr und ich bin mir sehr sicher, unsere Community wird ein paar sehr schöne Minuten haben, denn wir sprechen über etwas, was uns, glaube ich, alle freut, und zwar gutes Essen. Was mich interessieren würde, ist, wie sieht denn für dich eigentlich der perfekte Burger aus? Der perfekte Burger? Der perfekte Burger. Ich glaube, also ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube, inzwischen wird mehr daraus gemacht, als es ist. Ne? Also weil
nachdem die Qualität von McDonald's überwunden wurde, schon, und zwar von schon vor 10 Jahren, von einigen vielen Läden in Deutschland, braucht man, glaube ich, 2024 nicht mehr so auftreten, so, hey, ich habe den Magic Shit so, ne, und den krassesten Burger. Das Fleisch muss stimmen, also die, wie bei allem, so, ne, alles, was man verarbeitet, ne, ob du ein geiles Shirt machst oder eine Hose, ne, der Schnitt muss cool sein, und die Qualität, also die Qualität der Ware, mit dem du arbeitest, ne, und hast du gutes Fleisch, ein gutes Brot, gute Zutaten, dann kommt es einfach darauf an, wie du die kombinierst. Und dann kannst du gar nicht so viel falsch machen. Ne? Oh, okay. Das ist gut, dass du das sagst, weil es gibt ja immer diese Diskussion darüber, kommt der Ketchup jetzt auf den Salat oder kommt der Ketchup auf den Käse oder gibt es überhaupt gar keinen Salat bei einem vernünftigen Cheeseburger oder ist der Cheeseburger eigentlich auch nicht das höchste der Gefühle? Also was ist das Ding? Wie würdest du den Burger oder wie bestellst du den Burger denn bei euch eigentlich? Cool. Ey, gut, dass du das fragst. Das war wirklich jahrelang so ein Hin- und Her-Probieren. Also früher haben wir auf Boden und Deckel, also früher heißt vor über 16 Jahren, auf Boden und Deckel Ketchup gemacht. Also ganz viel Soße, Soße ohne Ende, bis das erste Feedback von Kunden kam. Ne? Also sehr schnell, so hey Leute, super lecker, aber das sind zu viele Soßen und man schmeckt den Burger nicht, das Fleisch nicht. Dann haben wir nur noch die eine Seite belegt, dann irgendwann ne, war es auf Salat, auf dem Brot, ne, also wirklich alles probiert, bis wir jetzt, seit ein paar Jahren, nur noch auf den, aufs Deckel machen die Soße. Bei einigen Burgern, bei dem Barbecue zum Beispiel, da machen wir das beim Grillen aufs Fleisch, ne, also da, wo es auch Sinn macht. Es gibt aber auch ne, die Guacamole zum Beispiel, die wir selber machen, die kommt natürlich auf den Salat. Klar, das ergibt natürlich Sinn. Genau. Was für eine Kombination bestellst du, wenn du bei euch isst? Ist bei es wirklich Burger und Fries, ganz klassisch? Eine Coke noch dazu? Oder? Fries ist ein bisschen gefährlich, so Fries lasse ich meistens weg. Also wenn irgendjemand mitbestellt, dann esse ich natürlich die Fries mit auf. So, ja, klar. Und kann nicht natürlich aufhören. Kannst du die bitte bestellen? Ich esse keine davon, Klassiker. Kann ich nicht aufhören, aber ich esse, keine Ahnung, einmal die Woche, zweimal die Woche noch Burger und dann ist es immer der Cheeseburger. So, also wir haben wirklich verrückte Varianten und Rezepte gehabt in den 16 Jahren. Aber es war ne, alles probiert, aber am Ende so, ey, ein Cheeseburger ist alles, was du brauchst. So, mehr brauchst du nicht. Es ist tatsächlich auch so, wenn ich in andere Städte fahre und wir haben auch über unsere Video-Stories und so weiter schon so den ein oder anderen Burgerladen ausgecheckt, gerade auch in Amsterdam oder auch in Paris. Und immer, wenn ich irgendwo hingehe, ich check als allererstes einen Cheeseburger und versuche das auch so plain zu gestalten, wie es irgendwie geht. Ich bin sowieso nicht so der Gurkenfan auf Burgern, aber auch abseits davon so. Ich mache das wirklich extrem plain und versuche erstmal überhaupt, ist das cool, weil wenn die paar Zutaten nicht funktionieren, so dann weiß ich, ob das schon Quatsch ist. Und dann gibt's ja auch immer noch diese, naja, so Trendgeschichten wie Smashburger beispielsweise oder auch Gourmet, wo dann das Fleisch extrem dick ist oder ganz viel oder eher dünn und so weiter und so fort. Was hältst du von solchen Entwicklungen? Guckst du dir das an? Findest du das spannend? Weil gerade auch so das Thema Smashburger ist natürlich eins, was über die USA dann vor einigen Jahren nach Europa gekommen ist, wo gefühlt dann jeder gesagt hat, okay, that's the shit, wir brauchen jetzt alle einen Smashburger. Finde ich gut. Wir haben vor über 10 Jahren hat ein Nachbar von uns, der selber ein Cupcake, ich glaube einer der ersten, wenn nicht erste Cupcake-Laden in Berlin, also der Laden heißt auch Cupcake, hat vor über 10, 12 Jahren zu mir mal gesagt, ey Tan, weißt du, was ihr machen müsst? Ihr müsst die Burger smashen. Es lief so gut damals und ich habe gar kein, ne, wir waren ja gerade schon dabei, das zu revolutionieren, was es so gibt, so, ne, im Restaurant, also im Imbiss-Segment. Und ich fand es, ne, nett, so mit ihm mich auszutauschen, aber ich dachte so, was meint der denn so, ne? Ich habe das dann so, mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Ne, bis vor ein paar Jahren jetzt in Berlin halt ne, dieser Hype losging. Und da muss ich zu sagen, kurz bevor das in Berlin losging mit diesem Hype, habe ich versucht, das bei uns zu etablieren mit diesem Smashen. Nur natürlich fairerweise muss ich sagen, konnten sich die Leute bei uns im Laden, also auch mein Partner und auch die in der Küche, die konnten sich das nicht so richtig vorstellen. Was ich meinte so mit so, ey, wir müssen mal smashen mit karamellisierten Zwiebeln aufs Fleisch reindrücken. Und, ne, und dann kam ja der eine Burgerladen, der das dann quasi hier eingeführt und durchgesetzt, durchgezogen hat.
ne, was cool war, weil dann konnte ich allen sagen, genau das meine ich. Und so, ne? Dann hat es auch funktioniert, was ein bisschen ärgerlich ist, dass wir dann quasi so diesen Moment verpasst haben, dass wir nach, keine Ahnung, nach über 13 Jahren vielleicht nochmal so einen Hype, ne? Also wir haben ja auch so unseren Hype gehabt, nochmal vielleicht so einen kleinen Schub hätten, aber alles gut, so, es läuft gut. Wir haben ja unseren Schwerpunkt auch auf andere Sachen, wie gesagt, mit dem Burger, jeder kann inzwischen einen guten Burger nachbauen, aber wovon wir immer so gelebt haben, war ja, dass wir wirklich quasi die Tür für Hip-Hop in der Gastronomie aufgemacht haben. Es hört sich jetzt irgendwie voll krass an, das von sich selbst zu behaupten, aber so im Nachhinein kann ich schon sagen, vor 16 Jahren wurde in einem Imbiss oder geschweige denn Restaurant nicht einfach Deutschrap gespielt oder sonst wie irgendwie einen Hip-Hop-Film konsequent gefahren. Und schon gar nicht so wie bei uns. Ne? Wir haben ja auch die Trainbombing-Kultur wirklich in den Laden mit eingebunden, über unsere Leinwände Aktionen gezeigt. Ne? Also du konntest, also wann kommst du im Leben mal dazu, zu sehen, wie ein Train gebombt wird oder generell so Streetbombings gemacht werden. Und wir haben da unsere DVDs gezeigt auf den Leinwänden, den Leuten das nahegebracht, auch so Breakdance-Battles und so eine Sachen, so, ne? Und Rap lief dazu dann, ne? Und das ist so unser, glaube ich, immer noch Alleinstellungsmerkmal. Jetzt hören zwar alle Rap-Musik, aber wir sind so tief in dieser Szene inzwischen, dass wir auch Album-Listings mit Künstlern machen, also nicht die wir irgendwie aus Marketinggründen so, hey, komm, wir machen ein Listening bei uns, sondern es ist wirklich auch aus so einer Freundschaft entstanden, so, man hatte die Idee und dann, ja, okay, komm, lass machen. Also es ist nichts wirklich an der Pinnwand geplant gewesen, so als Konzept. Es ist wirklich machen, ne? Also machen, rausgehen, umsetzen und Spaß haben. Und da haben wir diesen Marketing-Aspekt wirklich nicht so sehr im Fokus gehabt. Also dieses Bewusstsein dafür hatten wir gar nicht. Wir haben einfach nur gemacht und ganz viel Spaß gehabt bei all dem. Und das kam gut an und natürlich hat sich das auch dadurch verbreitet und war dann auch eine Art Marketing, aber nicht so wie heute. Ne? Also jeder Laden, also bei Burgern zumindest, jeder Burgerladen, der zwei Filialen hat, stellt ein Kamerateam ein, Art Director, Grafiker und manche haben mehr Marketingleute als Griller wahrscheinlich bei sich. Und das war bei uns leider nicht also das war auch nicht die Zeit. Ne? Also es gab auch keine Foodblogger in dem Ausmaß wie jetzt. Ne? Also jetzt kannst du da ja richtig Kampagnen mit Foodbloggern. Wir arbeiten nach wie vor nicht wirklich mit Foodbloggern. Also wir haben so zwei, drei Leute, also oder eine Handvoll Foodblogger, mit denen wir gut befreundet sind inzwischen und auch eine gute Beziehung zu denen haben. Aber hauptsächlich ist immer noch unser, Steckenpferd Hip-Hop. Hol uns mal wirklich mit rein. Du hast gerade schon gesagt, 2008 sah die Gastronomie-Szene noch ganz anders aus. Die Leute haben halt nicht irgendwie Hip-Hop gehört oder zumindest nicht im Laden laufen lassen. Und das war ja bei euch direkt auch das Ding. Man wusste, wenn man Bock hat, diesen Sound zu hören, während man was isst, aber auch eben diese Kultur weiter verlängert bekommen möchte auf eben Essen und Gastronomie, dann ist man bei euch an der richtigen Stelle. Diesen Gedanken zu haben, ey, ich höre gerne Hip-Hop, mein Partner hört gerne Hip-Hop, wir stehen in der Küche, beziehungsweise wir kümmern uns hier um alles, wir lassen natürlich die Musik laufen, auf die wir Bock haben, wir sind ja jetzt keine Supermarktfiliale, die irgendwie so eine Playlist vorgesetzt bekommt, das ist natürlich nachvollziehbar, aber trotzdem ist es ja was Frisches Neues gewesen. Wie kam überhaupt dann dieser Weg dorthin zu sagen, das ist jetzt auch unser Konzept, das sind wir? Also es ist auch beim Machen entstanden, so, also auch dieser Gedanke, ne, Ich habe, bevor ich das Burgeramt mit Chevy, kennst du, habe ich ihn vorgestellt, genau, Chevy, mein Partner, bevor ich mit ihm das Burgeramt gemacht habe, habe ich selber während meiner Abi-Zeit in einem Café in Kreuzberg, in einer Bar gearbeitet und da habe ich dann halt abends auch die Musik gestaltet, ne, und habe da gemerkt, wie ich die Stimmung beeinflussen kann, also wirklich so ein bisschen wie ein DJ. Ich habe zwar Getränke gemacht, hauptsächlich Cocktails, aber es hat mir richtig Spaß gemacht, so, ne, zu sehen, so, was für Gäste sind heute im Laden, wie kann ich die Stimmung beeinflussen.
Und da habe ich gemerkt, dass Hip-Hop bei den Leuten da schon gut ankommt, obwohl das gar kein so typisches Hip-Hop-Klientel war, also null. Ne? Es waren eher so Künstler und Kreative und total durchmischt. Und ich habe das gemerkt, weil wenn ein Hip-Hop-Song läuft, dieser Beat, jeder macht automatisch den, du nickst. So, du kannst ja nicht dazu nicken, wenn es im Hintergrund läuft. Und das haben wir dann, als wir den Laden eröffnet haben, auch laufen lassen. Erstmal so vorsichtig, ne? Also wenn keine Gäste da waren zum Putzen, haben wir dann Rap-Musik laufen lassen und tagsüber dann eher was Neutraleres, ne? Weil irgendwie musste Musik laufen. Bis ich dann irgendwann, ich weiß es noch ganz genau, zu Chevy gesagt habe, weil es lief irgendwie, ich glaube, Mobb Deep oder irgendwas bisschen düsterer, härteres. Und dann waren schon mehr Gäste im Laden und ich wollte nichts anderes anmachen. So. Und dann meinte ich zu Chevy, ey, wir sind 7 Tage die Woche in diesem Laden, so lass es uns doch mal gemütlich machen. So, ich möchte die Musik hören, die ich auch sonst höre. Und daraufhin haben wir wirklich Feedback von den Leuten bekommen. Also wir haben ja wirklich nach kürzester Zeit einen so krassen Hype gehabt. Also die ersten Jahre gingen bei uns wirklich steil. Also du hast gar keine Zeit gehabt, diesen Erfolg zu feiern. Es war, wir beide sind auch nicht aus Unternehmerfamilien. Wir haben wirklich alles beim Machen gelernt und auch Lehrgeld gezahlt währenddessen. Also wirklich, es war richtig hardcore. Du hast gar keine Zeit zum Nachdenken. Und was uns beiden aber aufgefallen ist, die Leute sind tanzend, wirklich so nickend in den Laden reingelaufen, weil niemand hat vorher einen Imbiss oder Restaurant gesehen, wo Jay-Z und Linkin Park Album lief. Ne? Und einmal hat ein Nachbar, der am Boxy, also oder in der Nähe, einen Eisladen hat, zu uns gesagt, so, ey Jungs, wisst ihr, was der Grund ist, warum ihr so erfolgreich seid? Und wir dachten, okay, was haut der jetzt raus? Also es ist eure Musik. So. Und das war dann so die Bestätigung für uns, so okay, wir ziehen das einfach durch. Ne? Dann hatte ich noch so ein paar, also auch mal der Laden war auch mal so gestaltet, einfach mal nicht so gestaltet, wie ein Imbiss damals auszusehen hat. Überhaupt, ne? Überhaupt nicht. Ne? Gar nicht. Und du hast die Poster überall, du hast die Flyer, das kam später. Sticker. Du meinst sogar noch weiter vor. Ja, vor 15, 16 Jahren. So. Also das mit den Postern, das kam später, da komme ich gleich nochmal zu. Mhm. Nee, ich habe zu Hause von befreundeten Sprüherkollegen Leinwände gehabt. Die habe ich dann nach und nach so ein bisschen aufgehangen im Laden. So, ne? Also wirklich so wie mein eigenes oder unser eigenes Zimmer gestaltet. Und dann gab es Feedback dazu. Dann habe ich Graffiti-Magazine ausgelegt. So ein Graffiti-Buch, was ziemlich dumm war, weil das dann ziemlich schnell auch geklaut wurde alles. Aber ich habe irgendwie gemerkt oder wir haben gemerkt, so ey, irgendwie das kommt bei den Leuten gut an. Und dann machen wir halt auch noch Burger, ne, in einer besseren Qualität als die üblichen Verdächtigen, die es damals gab. Und so ist es dann, sind wir da wirklich ein bisschen reingerutscht. Also das hat natürlich wiederum, ne, also wir sind ja, unsere erste Filiale ist ja in Friedrichshain. Und in der Umgebung, ne, waren ja auch die ganzen Labels, also nicht nur Universal, sondern auch wirklich kleinere Labels. Und die sind dann nach und nach zu uns in den Laden gekommen. Und haben sich da aufgehalten. Also automatisch hat es diese Leute angezogen. Mhm. Und ne, so kam man ins Gespräch und dann hat man die ersten Events gemacht, dann irgendwie Veranstaltungen mitgesponsert, bis wir dann 2013, glaube ich, unsere erste Veranstaltung gemacht haben. Mit dem Master KRS-One. Direkt auf die 12. Ey, das war wirklich krass. Es war übrigens, falls du Festsaal Kreuzberg, das alte, noch kennst. Kenn ich, ja. Wir haben die letzte Veranstaltung gemacht. Das Ding hat danach gebrannt. Ist, ja. Genau. Hattet ihr was damit zu tun? Ja, die Frage hatten wir danach auch wirklich öfter mal gestellt bekommen. Nee, hatten wir nicht. Aber es ist schon eine Ansage, auf jeden Fall mit KRS-One direkt die erste Show zu veranstalten. Es war verrückt, wirklich. Morlock Dilemma Vorgruppe. Also für mich als Fan jetzt, also sagt vielleicht vielen nichts, aber einer meiner Lieblingsrapper. Du hast es eben auch schon gesagt, das Wort machen. Es war eigentlich irgendwie, also das ist zumindest der Eindruck, den ich auch über all die Jahre habe, die ich dich und euch jetzt schon verfolge. Es ist immer irgendwie machen. Hm. Und das klingt immer so einfach, so nach dem Motto, naja, man muss es halt nur machen. Aber trotzdem steckt ja extrem viel dann dahinter und man kann ja auch sehr schnell damit auf die Schnauze fallen. Und trotzdem hast du dir das als Credo immer beibehalten. Das finde ich sehr beeindruckend. Das stimmt, aber machen ist einfach.
Also ob du denn damit Erfolg hast am Ende oder auf die Fresse fällst oder nicht, so, das ist natürlich eine andere Frage, ne? Aber wir haben, guck mal, mit schwer, mit es ist schwer, assoziieren wir immer, es ist nicht möglich. Also, oder wir, Entschuldigung, wir verwechseln es mit, es ist nicht möglich. Und das ist so wirklich, was ich für mich in dieser Zeit gelernt habe. So, ne? Ich war auch am Anfang so ein bisschen gehemmt. Ne? Also natürlich habe ich das schon eh in mir, dieses, ne, als Writer irgendwie so dieses Plan rausgehen, machen, ne? Irgendwie auffallen, in der Anonymität dann. Aber da habe ich das richtig, das Burgeramt wurde irgendwann zu unserer, aber ganz speziell auch für mich, zu meiner Spielwiese, dieses mich auszuprobieren. Ne? Und das war ein Riesenspaß. Also klar, es war dann am Ende auch sehr mühsam teilweise, ne? Als es dann, ne? Weil wenn du damit auch Geld verdienen musst und dein Geschäft noch hast und alles drumherum, dann verliert man manchmal auch den Spaß so, ne? Und das ist dann nie cool. Aber ja, dieses Machen so. Und das ist auch, was ich wirklich seit Jahren jeden in meinem Umfeld auch immer versuche zu vermitteln. So dieses so, ey, du hast eine Idee? Alter, mach mal so, ne? Oder was spricht dagegen, es nicht zu machen, ne? Und ja, so habe ich das dann die letzten Jahre gemacht, ne? Dann kamen so Sachen wie das Buch zustande, Toys haben wir gemacht. Was für Toys habt ihr gemacht? Das hast du nicht mitbekommen? Doch, aber ich muss das Was? natürlich die Frage so stellen, dass du Also, es okay. erklären kannst jetzt. Okay, also wir haben so Actionfiguren gemacht, aber so diese Bootleg-Toys, ne? Handgemacht, geschnitzt, gegossen und gepinselt. Also nicht wir, sondern ein Freund von uns, Pablo Pera übrigens, super begnadeter Künstler, also wirklich also für mich genialer Typ. Der hat für uns so Actionfiguren gemacht. Wir haben so eine Reihe gestartet. Ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil wir haben nur zwei gemacht bis jetzt. Geplant waren mehrere, aber es war halt dann in dieser Corona-Zeit. Ne? Da hatte man dann ganz andere Sorgen. Vielleicht lassen wir das nochmal aufleben. Und zwar Live at the Barbecue heißt die Reihe. Ne? So der erste Song, mit dem Nas bekannt geworden ist. So haben wir das genannt, Live at the Barbecue. Und es ist irgendein bekannter Rapper Moment, wie war das nochmal? Also auf der Packung sind die Illustrationen auch von Pablo gezeichnet. Mein Partner aus Berlin, also Chevy, und aus Trier, unser Partner, in eine Barbecue-Situation mit dem jeweiligen Rapper in seiner Hood gezeichnet. Und dann halt als Actionfigur. Ne? Also zum Beispiel hatten wir Notorious B.I.G. als Big Chopper mit so einem Hackebeil in der Hand. In so einer New York-Kulisse gezeichnet und Eazy-E als Cheesy-E mit so einem Block Käse in der Hand in so einer halt ne, LA-Situation. Und die sind dann mal limitiert gewesen auf 50 Stück und ja, das lief sehr gut. Das haben wir gemacht. Also, wir haben noch einen Plan für wirklich einige Figuren, ne, also die man da noch machen könnte. Vielleicht passiert es auch demnächst, mal schauen. Dann, was haben wir noch gemacht? Dann haben wir halt so, ne, den hängenden Clown, das ist so unser Klassiker Ja, als auch, Figur. also gerade auch dieses Ronald McDonald gekidnappt, ist ja auch zum Beispiel dann Motiv gewesen bei eurer Collab mit Joker, die ihr 2014 gemacht habt. Ne? Joker, die LA-Westküsten-Streetwear-Legende Voll. von Mr. Cartoon und Estevan Oriol, die dann zusammen mit euch halt eben diese Capsule Collection umgesetzt habt. Ja. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Ey, das war zur Fashion Week. Wann war das? 2014? Ja. 2014, Also vor genau. 10 Jahren jetzt. Genau, krass, genau vor 10 Jahren. Da Time kam fucking flies. Timo von Joker und Maxi, DJ Max. Die kamen zu uns in den Laden mit der ganzen Truppe und ne, also Max kannten wir schon vorher. Und ganz toller Typ übrigens, ganz nebenbei. Mit der ganzen Truppe und haben da bei uns gegessen. Und haben auch danach ein richtig schönes Foto gemacht, ne, mit den ganzen breiten Latinos, also wirklich wie aus LA. Wir können Also. dann ein Suchbild draus machen. Ich bin da nämlich auch drauf. Wenn ihr Ah ja, es, wenn, stimmt, wenn ihr ja, es, wenn, wenn stimmt, ihr mich krass. findet, sagt Bescheid, weil das ist nämlich, Geil. ey, ich kann mich da noch dran Ach erinnern, so, dann weißt du es wie ja, die genau. Jungs einfach, die sind Oder? dreimal so breit wie ich, die haben auch drei, also das muss ich kurz an der Stelle erzählen, Ja, ne? Pass erzähl mal. auf. Wir kommen bei euch in den Laden, wir setzen uns hin und Estevan Oriol hatte vorher noch erzählt, so, yo, ich habe es ein bisschen gesundheitlich, ne? Mein Arzt hat gesagt, ich soll nicht mehr so viel essen, meine Frau sagt es auch und so. Dann
Ich glaube, du kommst um die Ecke und sagst so, ey Jungs, was wollt ihr bestellen? Und er sagt knallhart so, ja, ich nehme so 2 Burger und noch die Lasagne oder noch irgendwie Mac and Cheese oder sowas, was ihr hattet. Und ich denke so, Bro, okay, das hast du vor, alles klar. Dann steht wirklich der gesamte Tisch voller Essen. Die Jungs geben sich ohne Ende. Und dann dieses Gruppenfoto, wo ich echt dahinter verschwinde, einfach weil die Jungs so aussehen. Krass, aber es war ein witziger Abend auf jeden Fall. Ja, voll schön. Definitiv. Auf und das war Fall. Auch mit einer der ersten Male, die ich wirklich bei euch war und das auch so erlebt habe. Ich cool. wusste, dass ihr existiert. Ich habe das auch immer mitgeschnitten. Damals war Friedrichshain nicht unbedingt so meine Ecke. Aber ich wusste, da gibt es diesen Burgerladen und der hat auch was mit Hip-Hop zu tun und so. Und das war dann nicht das erste Mal, aber eines der ersten Besuche dann bei euch, wo ich dann gedacht habe, so okay, kann man sich wirklich wohlfühlen wie so ein kleines Konzertwohnzimmer eigentlich. Cool, ne? Ja. Und deswegen ja. meine ich die ganzen Poster, Sticker überall, Tags, läuft so Graffiti, Hip-Hop, ja genau und so weiter und so fort. Aber ja, bring uns mal wieder zurück, 2014, wir sitzen genau. bei euch im Laden, Maxi und Timo haben dann die Joker-Jungs mit dabei, Esteban genau. und so weiter. Genau, und das Bild hängt übrigens bei uns im Laden auch, mhm. ne, aktuell. Und ja, so Maxi meinte dann so, ey, wie wär's, wenn wir zusammen so ein Menü rausbringen könnten, mit wo man dann so ein T-Shirt dazu kriegt. Und ich dachte so, ey, so alles, was ihr wollt, gerne so. Ich war so geflasht sowieso, ne, von eurem Besuch, ne, und wirklich so, ne, wenn so eine Legende dann auf einmal bei dir im Laden steht. So, ne, Esteban ist so eine Legende. Bist ja eh voll erstmal in so einem komischen Rausch. Und meinte ich so, ey, klar, gerne so. Und wie wollen wir das machen? Und ey, so wirklich auch Timo, ne, die sind so cool. Das ging dann so schnell. Also haben wir ziemlich gut geplant. Haben dann auch so eine kleine Release-Feier gemacht. Ne? Und ja, also die Shirts, das waren, ich glaube, auch jetzt eine überschaubare Menge. So, ne? Die waren aber sofort weg. Und danach haben wir dann auch nochmal Hoodies gemacht. Ne? Er hatte irgendwie so einen Restbestand an unbedruckten Hoodies und meinte ich so, ey, es lief so gut, wollen wir das auch nochmal machen, irgendwie Hoodies. Haben wir dann gemacht und das lief dann leider irgendwie nicht so gut, aber weil wir das, glaube ich, so marketingmäßig dann nicht mehr so gut gemacht haben wie mit dem Shirts, ne? Mit dem Event und dann auch mit richtigen Posts und so. Aber ja, da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Ne? Das war wirklich auch eine coole Aktion. Ja, das ich war weiß, ja. Ich weiß auch noch, dass ich mich mit Esteban nochmal bei euch getroffen habe. Und zwar, glaube ich, 2 oder 3 Jahre später, als er sein neues Tattoo-Buch, also Tattoo-Art-Foto-Buch rausgebracht hat. Und da war er auch in der Zeit in Berlin und haben uns auch bei euch getroffen. Und wir haben, das weiß ich nämlich noch, weil wir auf der Bank direkt da an dem kleinen Park saßen, am Boxy. Okay. Und dort habe ich mit ihm das Interview zu dem Buch gemacht. Tatsächlich. Und dann waren wir auch wieder bei euch was essen. Also es war auch für ihn so ein Ding, so, ja, wenn ich in Berlin bin, klar, ich gehe zum Burger. Cool. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. So, aber ey, das ist natürlich so eine Sache, auf die ich wirklich auch sehr stolz bin. So, ne? Es gab wirklich Momente, also bei uns wurden auch wirklich so krasse, also wirklich Deals besprochen von Label-Leuten, Labels, die ihre Künstler dann da vorbeibringen, um den Laden zu präsentieren, also in dieser Atmosphäre denn oder Nachwuchsrapper, ne? Wir haben ja immer diese Posts vor unserer Tafel, also in Friedrichshain, die Tafel mit dem Spruch da, ne? Wo wir unsere Gäste dann auch fotografieren. Und es kam auch schon wirklich vor, dass Nachwuchsrapper davor Fotos machen wollten, also uns angesprochen haben, hey, kannst du ein Foto von mir machen vor dieser Tafel? Ja, das macht mich echt stolz, so dass Leute das so als Anlaufstelle nehmen, ne, also bis heute noch, ne, also kriege ich regelmäßig Anrufe, ey, kannst du uns einen Tisch reservieren, machen Deals, also das geilste, krasseste war mal, es saßen wirklich mal 3 verschiedene Camps irgendwie bei uns im Laden mit ihren Leuten, gleichzeitig, wer war das, also ich will jetzt keinen Namen, aber waren irgendwie 3 verschiedene Ecken, die einfach zufällig bei uns im Laden abhingen, um irgendwelche Sachen zu besprechen oder einfach nur einen Burger zu essen, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, wenn das so eine Institution geworden ist, ne, also das habe ja nicht ich gesagt, das hat, glaube ich, das erste Mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das tatsächlich Falk Schacht oder Nico Backspin war, irgendwie auf Twitter, glaube ich, als ich es gelesen habe, oder vielleicht war es irgendjemand anderes, aber irgendjemand so von diesem Kaliber, ne, Da war ich so super stolz drauf, ne, dass es so jemand sagt. Und ja, bis jetzt, nach 16 Jahren, meine ich, kann ich echt sagen, ja, wir sind echt eine Institution geworden, ne, Hip-Hop und Burger.
Mal gucken, was noch kommt. Und eine Blaupause auch für viele. Ne? Viele haben es dann nachgemacht oder versucht halt auf ihre Art und Weise zu drehen. Es gibt auch einige Läden, die zum Beispiel das Thema Fashion und Sneaker sehr aufgehangen haben. Läden, in denen man zum Beispiel irgendwelche Sneaker ausgestellt hat, ach, wo man dann auch so Reselling-mäßig, also in Amsterdam gibt es einen Laden, der hat aufgemacht, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich glaube, der heißt wirklich auch einfach Smash. Okay, cool. In der Pipe auf jeden Fall. Nagel mich nicht drauf fest, ob er wirklich nur Smash hat oder heißt oder noch so einen Zusatz hat, aber in der Pipe ist der. Und die haben Sneaker ausgestellt, da ist so ein QR-Code drunter, weil die mit so einem Reseller zusammenarbeiten oder auch mit einem kleineren Store oder so. Und ich habe das mal gecheckt, diesen QR-Code gescannt und dann landest du da auf der Seite und dann kannst du gucken, okay, die US9 ist gerade im Laden, die könnte ich jetzt direkt mitnehmen, könnte ich direkt kaufen und die, keine Ahnung, US11 so, die ist bei denen verfügbar, das müsste ich anfragen oder ich gehe in den Laden oder komme morgen nochmal hier vorbei. Und die haben das dann so aufgezogen und die haben auch zum Beispiel, da läuft nur Hip-Hop und da ist auch zum Beispiel das Menü besteht wirklich nur aus so einem, also aus einem Hamburger, aus einem Cheeseburger und aus einer vegetarischen Option, da gibt es noch Fries, das war's. Ja. So, also wirklich clean und easy in dem Fall. Na? Und man sieht ja auch das ganze Thema, nennen wir es Street Food, weil Fast Food, finde ich, ist immer so negativ behaftet. Dabei bedeutet es ja eigentlich nur, dass man das Essen schneller zubereitet und man nicht 2 Stunden darauf warten muss, bis der Küchenchef mal fertig ist. So. Aber dieses Thema Street Food ist ja dann auch extrem groß geworden. Wir haben in Deutschland ja leider das Problem, dass wir nicht so mit den ganzen Street Food Trucks arbeiten können, wie es in anderen Ländern ist. Ne? Dass man weiß, der steht heute an der Ecke oder die fahren dorthin. So, das geht ja in Deutschland aus rechtlichen Gründen so, leider nicht. Denn sie dürfen es halt einfach nicht, weil du dafür eine Konzession brauchst. Und wenn du Essen verkaufst, brauchst du einen festen Standort, und so weiter und so fort. Das ist echt schade, weil ich glaube, da geht extrem viel Kreativität durch verloren auch. Trotzdem, Thema ist ja groß. Jetzt ist ja auch immer die Frage, man schaut sich das vielleicht an als jemand wie du, der das ja sehr früh gemacht hat und freut sich vielleicht auch, weil er sagt, so guck mal, ich konnte andere Leute auch inspirieren, ich habe da was geschafft, aber gleichzeitig werden da natürlich auch andere Leute, die vom selben Burger Patty was essen wollen. Ah, okay. Wie erfindet man sich in der Zeit denn auch wieder neu oder muss man das vielleicht auch gar nicht, wenn man sagt, dafür sind wir bekannt, da kommt eh keiner dran. Ah, okay. Nee, so einfach ist es nicht. Es ist schon, also ich unterteile meine 16 Jahre Burgeramt in 2 Phasen, ne? So, also vor 8 Jahren war ich auf jeden Fall auch so von der Arbeitsweise, also Herangehensweise auch viel aggressiver, ne? Also da habe ich wirklich gedacht, so ey, jeder, der einen Grill hat, ist mein Feind, so weißt du, so Rapper, nein, übertrieben gesagt. Ne, ja gut, also, okay, aber ist ja auch, ich meine, du kommst aus dem Hip-Hop, du bist Graffiti-Writer gewesen, beziehungsweise man so, sowas verliert man ja nicht, ne? Deswegen Competition ist ja immer ein Ding. Voll, das war auch also eher so gemeint, so, ne? Also ich war sofort für Competition, weißt du, ob jetzt nicht nur vom Graffiti, sondern auch vom Sport, was ich früher mal gemacht habe, so ich, bei mir Competition ist immer ein großes Thema gewesen. Was für einen Sport hast du gemacht? Also Leichtathletik und Boxen sind so meine Lieblingssportarten. Competition auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und da ist aber auch natürlich trotzdem großer Respekt meinem Mitstreitern gegenüber. Habe ich auch, also bis heute so, ne, und es war früher auch nicht anders. Ne? Also ich habe schon Respekt, wenn jemand irgendwie was Cooles gemacht hat oder es auf eine gute Art umgesetzt hat. Ich kann mich ja nicht drüber ärgern, wenn ich irgendwie mich nicht bemühe oder nicht kreativ bin oder nicht dranbleibe, dass einer denn an mir vorbeizieht. Ne? Darüber würde man sich lächerlich machen, so, ne? So, und so bin ich, glaube ich, hoffe ich nicht. Und also ich war früher nicht stolz darauf. Ich habe nicht, also so weit habe ich nicht gedacht. Irgendwie, hey, die kopieren uns und boah, und oder sind von uns inspiriert. War mir egal, ne? Das hat mich nicht interessiert. Jetzt, ne, nach 16 Jahren, denke ich mir so, okay, so, ne, um mal so ein bisschen in dieser Rappersprache, so fühle ich mich schon in dieser Branche ein bisschen wie der OG, so, ne, also ich freue mich über wirklich viele Sachen, diese Vielfalt, ne, also genauso wie auch in der Rapmusik, ne, während viele sich ärgern, das ist doch kein Rap mehr, ne, ein Chiago, ein Casper oder über wen man nicht alles schon hergezogen hat oder ein Crow. Ich finde es lächerlich. Ich freue mich über diese Vielfalt und das ist auch in der Gastronomie so, weil ich bin ja auch Konsument. So, ne? Darf das man nicht vergessen. Ja, also es ist du musst ja auch mal was essen. Genau, und darüber freue ich mich sehr. Ne? Ich weiß, so, in meiner Jugend, da gab es Döner, Currywurst oder China-Pfanne, ne? So 2,50 Mark oder so.
Guck mal, was für eine Vielfalt man jetzt hat, ne? Und so ist es mit der Musik auch. Klar gibt es hier und da Müll oder Sachen, die gar nicht meinem Geschmack entsprechen, aber es gibt so unfassbar viel gute Sachen. Deshalb ist der Fokus jetzt mehr auf das Positive, ne? Und auch bei diesem Konkurrenzthema, ich sehe es ein bisschen gelassener, ne? Also wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, es gibt nicht mal so zwei, drei Sachen ab und zu mal so, ne, pro Monat, die mich ärgern, wo ich wirklich denke, so, was für ein Scheiß-Move, so, ne, oder ne, man weiß ja auch ein bisschen in der Gastro-Szene in Berlin, wenn man so lange und so tief drin ist, wer wie und mit wem arbeitet, und da weißt du ganz genau, so, du bist ein verdammter Lügner, so, ne, das, was du da erzählst und verkaufst, stimmt nicht, ist nicht richtig, aber macht man ja auch nicht, ne, den Mitstreiter irgendwie dann schlecht machen oder so, ist ja auch nicht smart. Ja, ich sehe es gelassener alles ein bisschen, ne? Also was nicht heißt, ich habe keinen Ehrgeiz mehr. Ich verlagere das vielleicht auf andere Bereiche, ne? Und finde neue Dinge für mich. Bevor wir dazu kommen, denn ich kann mir vorstellen, was du ansprichst, du trägst es ja auch schon auf dem Kopf, würde mich von dir noch interessieren, was du als Gastronom natürlich auch, der auch schon so lange dabei ist und so eine gute Expertise hat, was du in Berlin noch feierst an Läden. Muss jetzt gar nicht unbedingt Streetfood-Fastfood-mäßig sein. Genau. Welche Läden magst du? Wo gehst du gerne hin? Was feierst du? Vielleicht auch irgendwas Neues, was man vorher noch nicht so gehört hat? Hast du so vielleicht eine Top 5? Eine Top 5. Okay. Ja, du weißt doch immer, Leute sind also, doch so, guck mal, Leute gucken sich das Interview an oder hören sich es an und sind danach so, okay, der Bro kommt aus Berlin, der macht Gastro, ich brauche auf jeden Fall neue Tipps. Was mache ich das nächste Mal, wenn ich in Berlin bin? Wo muss ich hingehen? Okay. Und, du weißt ja auch, Berlin ist so groß, wenn du jetzt irgendwie in Charlottenburg hängst, ey, dann noch weiß ich nicht, nach wohin zu fahren, nach Marzahn, das ist ja eine halbe Weltreise, also guckst ja auch, wie du so in deinem Kiez bleibst. Hast du ein paar Tipps? Okay, also erstmal muss ich sagen, ich gehe wirklich sehr viel und sehr gerne essen. Oh Gott, ich nenne mal jetzt die Läden, die ich jetzt nicht nur probiere, sondern wo ich wirklich auch regelmäßig oder immer wieder mal hingehe und auch gerne hingehe. Und das sind dann zum Beispiel Adana, kennst du Adana Grill? Bro, natürlich. Blöde Frage, ne? Adana Grill, Berlin-Kreuzberg. Shoutout an meinen Homie Okan, Okan Toktamisch, Okan Frei. Ey, als wir uns kennengelernt haben, der ist ja auch Berliner und Türke und war so, ey yo, wir müssen zu Adana. Schön, klar. Adana Grill. Und ich sitze da so und bin so, Mann, Alter, wieso kenne ich das jetzt erst? Wieso lerne ich es jetzt erst kennen? Aber welchen Adana Grill meinst du denn? Da, wo du so, nee, nicht runter, so hochläufst? Du meinst die zwei Stufen hoch. Görlitzer Bahnhof, da, genau. Manteuffelstraße. Ja, aber es gibt ja zwei. Eine auf der, sozusagen auf der Hauptstraße und eine um die Ecke. Wir waren immer jeweils da, wo Platz ist. Genau, und das ist so auf jeden Fall, also es geht immer. Ja, so, voll. Das ist so auch ein bisschen ein Stück weit Kindheit. Joghurt, ne? Adana. Wie? Wer war da? Mit Joghurt. Joghurt. Ja, ja, ey, liebe ich auf jeden Fall. Also das ist Nummer eins. Adana Grill, kannst du nichts falsch machen. Dann, Scheiße, es ist so ein. Ich liebe ja Pasta, ne? Also, und da gibt es ja inzwischen sehr viele gute Läden. Ich kenne die alle gar nicht. Das ist in Friedrichshain, ich weiß nicht mal den Namen, das ist dieser Punker-Italiener-Laden, der so ein bisschen mit den Wänden, die Wände so beschmiert sind. Ach so. Am Boxi. Ja, ist ich voll weiß. Voll peinlich, sind Nachbarn. Il Ritrovo? Ja, glaube. Die haben doch, das ist doch so, ist doch eine Reihe von genau. Italienern, also eine Reihe von Läden meine ich, stimmt. Die alle ähnlich heißen und alle so eine ähnliche Stilistik haben, genau. Weil es ehemalige Konzertlocations, glaube ich, gewesen sind. Ja? Okay. Ich meine ja, ich will jetzt keine falsche Geschichte erzählen, aber so wurde mir das damals erzählt, dass das mal Konzertlocations waren, weswegen da halt eben auch dann so Unterschriften noch sind oder die halt auch Poster an den Wänden haben, ähnlich wie ihr, nur ein bisschen anders gelagert. Und das hat, glaube ich, was mit dem Steinofen zu tun. Das weiß ich nicht. Irgendwie was. So. Aber ich weiß, welchen Laden du meinst und ich glaube, vom Namen passt das irgendwie auch. Ich glaube, Il Ritrovo, genau. Ja, genau. Und dann gibt es auch aber Il Casolare. Die kenne ich nicht. Die sind in Kreuzberg, glaube ich, und in Prenzlberg. Und genau, aber ich glaube, das gehört zusammen. Genau. Haben drei verschiedene Namen. Ja, irgendwie so. Genau, das ist... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Bullshit erzählt. Nee, ich glaube, das ist richtig. Mir ist es gerade nur nicht eingefallen, peinlich. Also, Adana Grill, Il Ritrovo. Mhm. Dann muss ich sagen, Hasser in Kreuzberg. Mhm. Kenne ich auch aus meiner Kindheit und ich habe irgendwie nie eine Zeit gehabt, wo ich dachte, so, das ist der geilste Laden. Aber seit ein paar Jahren ist ihr Döner so gut geworden. Also das Fleisch, irgendwie haben die da was geändert.
Und auch die Suppe, ne? Also früher, wenn man feiern war in Berlin, war das auf jeden Fall eine Anlaufstelle, so egal um welche Uhrzeit bist du dahin und hast Linsensuppe bestellt. So die drei, wen noch? Jetzt mal ein bisschen was Neues, also so neu ist es jetzt glaube ich auch nicht mehr, aber ein bisschen was Neueres, ne? Duck kennt ja auch jeder, der in der Gastronomie ist. Ich Shoutout. esse eigentlich, Shoutout an Duck, genau, ich esse nicht so gerne und oft Fisch. Aber sein Laden Funky Fish hat es mir echt angetan. Ist auf jeden Fall ne, nicht nur ein schöner Laden, cooler Laden, sondern auch die Küche ist super auf jeden Fall. Jetzt brauche ich noch eine Nummer 5, ne? Eine Empfehlung Nummer 5. Und wir haben jetzt stilistisch gesehen, haben wir, glaube ich, zweimal türkisch-arabisch. Wir haben einmal Pasta italienisch. Wir haben einmal Duck ist schon asiatisch angehaucht, dann auch immer, ne? Fisch, also. Ja. Aber Moment, einen Sushi-Laden möchte ich noch Ah, nennen. ja, okay, ganz Okay, klar. also ich esse sehr gerne Sushi. Ist überhaupt nicht mein Thema, leider. Wirklich? Nee, Okay, bin ich ich liebe nie Sushi. mit, pass auf, warm geworden. Geil. Also nicht regelmäßig, aber wenn, dann esse ich sehr gerne Sushi. Und zwar, ich weiß nicht, ne, ob es jetzt der beste ist oder so, aber wo ich wirklich bis jetzt noch nie enttäuscht wurde, Mika Sushi in Kenne ich aber Friedenau. tatsächlich sogar vom Namen her. Wirklich, ja? Das ist ein Ja. ganz kleiner Laden in Friedenau. Ja, das Ding ist halt, also das Problem ist, viele Freunde von mir essen gerne Sushi, ich aber nicht, aber ich kriege das dann immer so mit und muss mich da manchmal so ein bisschen ausklingen Und einzige Problem, ich habe irgendwie die Öffnungszeiten da noch nicht so drin. So, der hat, ich glaube, der hat auch einen Ruhetag und hat mal auf, mal nicht auf. Er kann sich's erlauben. Aber das weiß ich nicht. Na, weil der steht die ganze Zeit selber da in der Küche und ist da wirklich, wenn er auf hat, nur am Rollen und Wickeln. Okay, die 5, damit kann ich erstmal leben. Also, das ist jetzt so ein Schnellschuss, ja. Wenn ich jetzt natürlich überlegen müsste, würde mir vielleicht noch was anderes einfallen. Aber es sind so die Läden, wo ich halt dann doch auch immer wieder mal vorbeischaue. Geil. Passend zum Thema eigentlich, ne? Support friendly people. Hast du ja in dem Fall jetzt gerade auch gemacht, weil wir mal einfach davon ausgehen, dass es dort nicht nur gutes Essen, sondern auch gute Menschen gibt. Weil ich glaube, das geht sehr Hand in Hand. Ich glaube, schlechte Menschen kochen auch scheiße. Support friendly people. Ich finde, das ist ein wahnsinnig geiler Brandname, weil es einfach schon die mitbeste Aussage hat, einfach don't support bullshit, sei nett zu Menschen, Menschen sind nett zu dir, support friendly people. Wie bist du auf den Gedanken gekommen? Ey, wie ich auf den Gedanken gekommen bin. Also irgendwie weiß ich noch, ich saß auf dem Fahrrad, bin irgendwie durch Friedrichshain gefahren und ne, da habe ich jemand, Entschuldigung, ich also stelle es mir ist ganz so wirklich vor, wie du so im Kreis auf dem Fahrrad durch durch Friedrichshain, Friedrichshain über fahren. diese scheiße Nein, nein, Backsteinstraßen ich und dir bin so denkst, von so, oh, okay, was könnte mir ne, Tolles nicht einfallen? ganz. Ich bin von unserer Filiale Friedrichshain Ja. mit dem Fahrrad nach Prenzlauer Berg gefahren so Ja, Shoutout und an die Prenzlauer Berg-Filiale an dieser Stelle. Ohne die würde ich gar keinen Chicken und Fries immer Ah, freitags bekommen. okay, cool. Ja. Und jedenfalls bin ich da an jemanden vorbeigefahren, der einen super freundlichen Pullover anhatte. Also wirklich so aus den Seiten. Was ist denn ein super freundlicher Also irgendwie, Pullover? es war gutes Wetter und bla, ne, Ja. da stand jemand. Und irgendwie hatte ich diesen Gedanken, so, ne, ach, wie Okay. freundlich, so, ne, irgendwie. Und da kam mir dann, ne, dieses Support, Friendly People. Ich weiß nicht, irgendwie kam mir das so in Sinn, so, ne, und hab dann auch Sticker machen lassen. Und Einfach nur so erstmal, weil erstmal du einfach nur diesen, so. oder hattest du von vornherein schon diesen Brand-Gedanken Nee, nee, dahinter? der Brandgedanken hatte ich parallel auch tatsächlich, nur ich wollte eine Brand für Writer machen, Graffiti. Ne? Ich meine, Skater haben Supreme, Dickies, alle, ne? Also ohne Ende Marken. Nur unsere Sprüher, unsere Writer kriegen das nicht auf die Reihe. Also ich glaube, in Frankreich gibt es, glaube ich, Wasted. Was gibt es in Deutschland an so, wo man sagen würde, so, ey, das ist so eine Ich Graffiti-Writer-Marke? blätter gerade so mental so alte Style-File-Kataloge durch. Die gibt es ja jetzt auch nicht Also mehr. sowas wie Illmatic und Aber so, ist es aber ein ja, aber Illmatic war Graffiti-Brand dann nicht schon auch so? immer. Klar, wo machst du die Abgrenzung? Das ist schon alles sehr viel Hip-Hop. Ich weiß, dass ich mal irgendwann bei Style-File tatsächlich so, da war ich, keine Ahnung, 16, 17, habe ich mal so einen Pulli bestellt, der war auch so mit so einer Schrift und glaube ich auch wirklich so eine Brand aus dem Bereich, fragt mich mal nicht, wie die heißt. So, keine Ahnung. Aber man hat ja mal so Sachen ausprobiert. Du hast aber auf jeden Fall nicht ganz unrecht. Mir würde jetzt keine klassische Brand einfallen, wo man sagen würde, that's Graffiti. Und wer hat die beste Voraussetzung, eigentlich eine Marke mit Geschichte zu füllen? Eine Writer-Brand, so, ne? Und
Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, oh, ich mache jetzt ein Shirt mit irgendwie Styles drauf oder so, ne, sondern einfach so dieses Thema behandeln. Und ne, das wollte ich mit ein paar Jungs aus meiner Crew machen. Ne? So, ich habe auch den besten Crew-Namen, ne? Style in Motion, Sim Crew, gibt es seit 91. Also wir haben wirklich ganz viel Geschichte, ne? Also auch viel zu erzählen. Und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Ne? War alles nicht, ne? Ich will jetzt nicht sagen, die waren nicht zuverlässig genug, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Und dieses Thema stand sowieso schon so im Raum. Ne? Und daraufhin kam mir dann dieser Gedanke, ne, oder dieser Satz, der Slogan, ne, und ich saß dann mit dem, ich will jetzt nicht zu durcheinander erzählen, ich hoffe, du kommst mit noch, so, okay. Ich melde mich sonst. Okay, jedenfalls saß ich mit meiner Frau und meinem Neffen zusammen und der hat mir so ein bisschen was über Streetwear-Marken aus Deutschland erzählt, wo ich erstmal ein bisschen überrascht war und oder sogar richtig baff war, was er mir so gezeigt hat, was Deutschland aktuell kann. Wahrscheinlich so Peso, 6PM, Lowlights, solche Geschichten. LFDY, ne? Ja. LFDY, so. Ja. Und ich war total erstaunt. Ich so, okay, das sind deutsche Marken, ja. Hab dann auch gleich mir mal was bestellt und dachte so, okay, krass, das ist ja wirklich ganz gut, so von der Qualität. Und war dann aber, hab mich schon so in dieses Klamottenthema, Textilthema so eingearbeitet, dass ich dachte so, ey, scheiße, ich muss das, ich will das, ich habe richtig Bock drauf gehabt, aber mit denen hat es nicht funktioniert und alleine kann ich es ja auch nicht machen, weil wir sind eine Crew und ne, wir haben damit zusammen angefangen und dann dachte ich mir, meinte mein Neffe so, ja, können wir zusammen was machen und dachte ich auch so, okay, der ist erst 19, aber hat schon wirklich ganz schön Feuer so, also was das Machen angeht. Und kennt sich dann auch mit diesen neuen Marken aus, also die für mich neu waren. Und dachte ich so, okay, was könnten wir so, und es muss ja trotzdem irgendeinen Inhalt haben, irgendein Thema, und was könnten wir gemeinsam haben? Und da ist mir das wieder eingefallen, ne, mit dem Support Friendly People. Und dann meinte ich so, ey, guck mal, ich habe das so als Spruch, wir können ja SFP abkürzen, so als Brandname SFP. Hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Und dann die Bedeutung, ne, von dieser Abkürzung. Fanden die cool, also meine Frau war auch dabei und dann meinten wir so, okay, dann machen wir das zusammen, also ganz kurz gesagt, ne, runtergebrochen und haben uns dann damit beschäftigt und uns da eingearbeitet und dann ist es entstanden so, ne, und als ich dann fürs Feedback erstmal so die üblichen Verdächtigen aus meinem Umfeld, ne, also so wirklich so Kreativleute gefragt habe, so, ey, was hältst du denn davon, habe ich sehr positives Feedback bekommen, also allein wegen diesem Slogan, wo alle meinten so, ey, damit holst du jeden ab, oh, das hört sich voll schön an und toll. Ja, ist endlich mal was Positives. Ne? Genau, und ohne, das, dass es so peinlich klingt. So, ne? Ja. Und das beste Feedback war von Vanessa Seifert, mit der ich das Buch zusammen gemacht habe. Sie hat mich so, ne, sie hat wirklich so gelächelt und gesagt, hey Tan, ist doch schön, ist doch das, was du sowieso schon immer machst. Und dann dachte ich so, okay, that's it. So, ne? Und dann ja, haben wir im September mit angefangen und so jetzt haben wir wieder September und in 2 Wochen müsste es losgehen. Ne? Also tatsächlich haben wir innerhalb eines Jahres es ins Rollen gebracht. Ne? Also mal schauen, wie es läuft. Also. Wir haben ja jetzt bei dem Giveaway, hast du ja ein ganz wunderschönes Paket schon mitgebracht. Das heißt, wir konnten schon zeigen, es gibt Sweater, es gibt T-Shirts, es gibt Caps. Erzähl mal ein bisschen was über die Kollektion. Was kann man noch erwarten? Also Wir haben noch verschiedene Motive mit Künstlern gemacht und auch schon mit befreundeten Künstlern auch schon was so in Auftrag gegeben, also wie wir uns das vorstellen oder was man noch so machen könnte. Haben aber beim Machen gemerkt, dass, also weil wir das ja nach wie vor unseren Bekannten und Freunden zeigen, wie sie die Sachen finden. Und das beste Feedback kommt nach wie vor so bekommen wir für diesen Slogan. Ja. Und wir dachten so, scheiße, wir wollen ja kein Sprüche-Shirt werden oder so. aber vielleicht sollten wir tatsächlich, bevor wir irgendwelche verrückten Designs, die um die Ecke denken oder so, ne, nicht so in your face, so ganz offensichtlich sind, ne, plakativ, sollten wir vielleicht noch warten und erstmal den Slogan, den Namen bekannt machen und haben uns dazu entschlossen, dann erstmal nur den Spruch rauszuhauen. Aber in Zukunft wird es auch Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern geben. Also auch natürlich aus unserem Umfeld. Ja, wie ich das auch im Burgeramt eigentlich immer gemacht habe. Ne? Also da haben wir ja auch Shirts von Künstlern designen lassen. Ne? Also auch wirklich namhaften Legenden aus Berlin, ne? Die für uns dann so Burgeramt-Styles gemacht haben.
oder auch befreundete Künstler, wo wir so limitierte Shirts rausgemacht haben. So ähnlich wollen wir das da auch machen, natürlich. Macht ihr den Verkauf dann auch über den, also über die Burgeramt-Location oder nur online? Oder? Also, und was Support wird Fans mit einer Release-Party passieren? Eine Release-Party müssen wir machen, ne? Eigentlich schon, ja. Also eigentlich schon. Mit Burgeramt direkt hat es nichts zu tun. Mhm. So, also Chevy ist nicht mit dabei, so, weil auch ne, kein Zugang wahrscheinlich dazu. Oder ne, also ne, er hat ja auch so seine Themen, wo ich dann sage, mach mal alleine. Seine Hobbys. Ne? Das wird nicht mit direkt was mit Burgeramt zu tun haben, auf jeden Fall. Was war nochmal die Frage? Worüber der Verkauf laufen wird. Achso, worüber der Verkauf laufen wird. Also ja, klar, wir werden einen Online-Shop haben wir schon gebaut. Aktuell kann man sich dafür ein Newsletter eintragen. Ich muss auch dazu sagen, die Sachen sind auch limitiert. Ne? Also die Shirts, es wird 100, 150 Shirts geben, 100 Sweater, 100 Hoodies. Wir überlegen auch, ob wir denn, ne, wenn es ausverkauft ist, ob wir dann neue in den Farben machen wollen oder nicht. Wahrscheinlich werden wir es nicht machen, weil wir haben noch so viele Ideen, ne, die wir umsetzen wollen. Was ja auch gut ist vielleicht für die Leute. Es wird es online geben. Wir haben aber auch schon mit ein, zwei Läden gesprochen, ob die das sich vorstellen können. Ich weiß nicht, soll ich Namen gerne, wenn du oder möchtest. So. Also ich bin ja mit HV und Overkill auch ziemlich dicke auf jeden Fall. Also gute, sehr gute Freunde von mir, die da auch schon lange arbeiten. Habe mir von denen natürlich auch Feedback eingeholt, was wirklich sehr wertvoll ist. Das kannst du dir ja vorstellen. Wertvolles Feedback. Ob man zumindest so die Caps da präsentieren kann, anbieten. Da, ne, ist nichts unterschrieben, aber so mündlich haben wir schon quasi so eine Fast-Zusage, so ja, kann man mal probieren oder kann man machen, bekommen. Ansonsten, ja, wird es hauptsächlich doch online laufen. Ne? Und da will ich das dann natürlich einigen Künstlern aus meinem Umfeld dann zum Tragen geben, ne, wie man es halt so macht, dass sie das vielleicht teilen und bewerben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Hab da auch schon von guten, auch namhaften Künstlern Zusagen bekommen. Ja, das ist so irgendwie grob der Plan. Aber weißt du auch warum? Wie? Warum die das machen werden? Warum? Mhm. Ey, da... Nee, ich sag's dir, weil friendly people auch wieder friendly people supporten. Das ist ja das Ding. So, du hast so viel für die Leute und die Kultur und die Szene getan. Mhm. Und wie du das jetzt auch in den letzten Minuten immer erzählt hast, es ging immer erstmal ums Machen, ums darauf Bock haben, um etwas Voll. Bewegen, um etwas gestalten, um etwas auf die Beine stellen. Mhm. Und das bringen die Leute irgendwann auch positiv zurück. Nicht jeder. Manche Leute nehmen auch nur, manche Leute konsumieren auch nur, manche Leute sind halt eben keine friendly people. Zumindest dann im Groß nicht. Aber ganz viele sind es eben. Mhm. Und ich glaube, damit kriegst du ein ganz, ganz positives Feedback auch. Mhm. Und deswegen findest du auch, in Anführungsstrichen, so leicht Leute, die sagen so, ey, Tan, klar supporte ich dich. Ich bin cool, dass du das sagst. Es freut mich auch sehr. Ich wollte es selber nicht sagen, aber das war auch mein Gefühl, weil ich habe in der ganzen Burgeramt-Zeit, ich glaube, noch nie so direkt jemanden um was gebeten, so, ne? Irgendwie teil mal, poste mal oder so, ne? Ich bin diesmal aktiv wirklich auf ein paar Leute zugegangen, gefragt, so, hey, würdest du es machen? Und die Reaktion war super cool. Also wirklich, die Namen will ich jetzt so erstmal nicht nennen, so, ne? Aber das werdet ihr ja sehen, wer das dann trägt und pusht. Aber so die Antworten waren schon krass, ne? Also auch bei einigen, wo ich dachte, so, ob die das jetzt machen will, ob das so passt für die. Und das Feedback, also die Antwort war dann so, ey, für dich auf jeden Fall, ne? Und das freut mich sehr, bin ich sehr stolz drauf, natürlich. Aber ich muss dazu sagen, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie nur gebe, sondern ich habe auch so viel, unfassbar viel Liebe bekommen. Und das ist ja das Prinzip, was die Menschen irgendwie verstehen müssen, ne? Wenn du gibst ohne Hintergedanken, so, ne, der ein oder andere wird sich das vielleicht merken. Also ich hab noch nie irgendwie jetzt jemanden gepusht oder unterstützt, irgendwie, weil ich dachte, ah, da kriege ich vielleicht irgendwie was zurück. Ne? Also zumindest nicht bewusst. Ne? Vielleicht hat man ja unterbewusst irgendwie gedacht, ah, okay, könnte ich vom profitieren. Aber ich habe es wirklich immer gerne gemacht, weil ich irgendwann für mich dieses Gefühl hatte,
dass es ja auch schön ist, von dem Erfolg anderer zu profitieren. Also in dem Sinne, wenn ich dich pushe oder dir irgendwie einen Kontakt oder einen Tipp oder irgendwas gebe, was dich weiterbringt, dann kann ich für mich sagen, ey krass, es ist schön, Amadeus hat jetzt das und das geschafft und ich konnte, durfte ihm dabei helfen. Ne? Also es ist schön, die guten Gewinnen zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich will nicht in Gut und Böse unterscheiden. Nee, das meine ich damit auch gar nicht. Ne? Aber die Person, die du auserkoren hast, um sie zu supporten, wenn die Person gewinnt, dann freut einen das persönlich. Das ist so ein bisschen wie, du bist Fan von einem Fußballverein. Du stehst nicht da unten und trittst gegen den Ball, ja, aber du bist Fall. Da und supportest. Und wenn ja, die gewinnen, so, dann hast du irgendwie deinen Teil dazu beigetragen. Aber wie gesagt, du bist nicht die Person, die gegen den Ball getreten hat, aber du freust dich darüber. Und das ist das alleine, Schöne. Wenn du nur Zuschauer bist, ja. So, ne? und siehst, weil, guck mal. Wie viel Liebe dabei ist, wie viel Leidenschaft auch, das ist doch das Geile dann. Genau, und das ist der Punkt, ja. Da muss ich sagen, meine Frau und ich zum Beispiel, wenn wir beide Sport gucken, ne? ob Leichtathletik, Boxen, so, ne? Also gerade bei so einem, oder Schwimmen, wirklich krass, was die drauf haben. Eigentlich fast jede Sportart, wo du siehst, irgendwie, ey, die haben da wirklich jahrelang trainiert für diesen Moment und um in diesem Moment zu glänzen. Und du siehst diesen Erfolg und diesen Sieg. Also meine Frau und ich, wir weinen bei Leichtathletik, bei Sprintern, so, ne? Bei Schwimmern oder ja, was weiß ich. Ihr seid richtig drin. Dann. Wir sind richtig drin, weil wir beide im Hinterkopf haben, diese Person hat alles gegeben, voller Leidenschaft, trainiert und verzichtet. Um dann irgendwie zu scheinen. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du bist nur der Freund oder Trainer von irgendjemandem, der vorne, ganz vorne oder im Ring steht oder an der Front und versucht da zu gewinnen. Ne? Und du, Amadeus, hast was dazu beigetragen. Du hast ihm vielleicht einen wichtigen Tipp gegeben oder ein gutes Wort mit auf den Weg oder keine Ahnung, irgendwas, was, wenn es auch nur ein bisschen ist dazu beigetragen, ne? Man könnte ja fast behaupten eigentlich, vielleicht bist du heute gar nicht mehr nur Gastronom, vielleicht bist du heute einfach jemand, der Leute zusammenbringt, der netzwerkt und spricht. Weil ich finde es auch beeindruckend, jedes Mal, wenn wir uns unterhalten, bist du jedes Mal so, ey, ich habe gestern noch mit dem und dem gesprochen, vorgestern habe ich mit dem und dem gesprochen. Ich bin jedes Mal so, ey, wie hat der denn? Also ich versuche schon viel mit Leuten in Kontakt zu sein und zu bleiben, aber ich habe das Gefühl, du bist wirklich mit jedem im Austausch. Weißt du, wie so, ich hätte schon fast gesagt, wie so der Mafia-Pate, weißt du, jeder kommt zu dir und ist so, ey, Tan, ich will dir noch mal was erzählen, du bist so am Start, dies, das. So. Aber das ist schon, das entspricht deinem Naturell auch, oder? Also ich interessiere mich wirklich und ich liebe ja auch so Geschichten von Menschen so, ne? Also auch warum ich unter anderem deinen Podcast und auch viele andere Podcasts, wo Menschen in Interviewformaten vorgestellt werden. Ich liebe Geschichten von Menschen so, ne? Also ich höre wirklich gerne zu und ziehe so viel für mich daraus. Und ich kenne dich ja schon länger als deinen Podcast, also durch deine Artikel und so, ne? Deshalb, als ich den Podcast entdeckt habe, dachte ich auch so, ey, irgendwie Amadeus sagt mir irgendwas. Ne? Also irgendwie war mir das ein Begriff. Und ich bin ja durch die Folge mit Hikmet auf dich aufmerksam geworden. Und das ist ja auch, was wollte ich nochmal? Ne? Dass wahrscheinlich Hikmet eine krasse Story hat, die er zu erzählen hat, oder? Nee, warte mal. Also das hat er nämlich. Ja, hat er auf jeden Fall so, ne? Und ich freue mich über die Erfolge anderer Menschen und ziehe so viel für mich da raus. Ne? Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Wir halten auf jeden Fall fest, du kannst nicht nur gut Burger machen. Ach so, Netzwerken, genau. Sondern Netzwerken. Auch gut Netzwerken. Genau, also ein Netzwerken ist für mich, ne, das heißt jetzt Netzwerken seit ein paar Jahren oder seit einiger Zeit. Aber für mich ist es so dieses Interesse an Menschen, deshalb habe ich schon immer genetzwerkt. Ne? Als Sprüher zum Beispiel, um mal zum Thema Schuhe zu kommen, ne? Sprüher in meiner Zeit haben Superstars getragen, eine Levi's 501 und Hoodies. So, du hast, wenn du draußen jemanden getroffen, gesehen hast, ne? Du bist U-Bahn gefahren, S-Bahn gefahren, du hast auf die Fingerkuppen geguckt, ob da Farbreste sind oder auf seine Superstars, ob da Spritzer drauf sind von Farbe. Ja, das war wie die Visitenkarte. Genau, und dann hast du die Leute angesprochen. Ne? Also oder wenn du an der Wand gesehen hast, da an der Hall of Fame, da malt jemand, du bist hingegangen und hast mit ihm geredet. Ne? Also Netzwerken war für mich immer, also wichtig, es war nie ein Problem. Ne? Und
Und irgendwann habe ich ja die Vorteile davon auch gesehen, so, ne? Also, was man da für sich rausziehen kann. Und jetzt ist es tatsächlich so, was mich auch sehr freut und auch ehrt, ne? Also, dass ich regelmäßig von vielen Menschen und auch ganz vielen aus der Musikindustrie wirklich Anrufe kriege: Ey, Tan, kannst du mir so ein Auto besorgen? Kannst du mir so einen Drehort besorgen? Oder so irgendwie, ne? Also, ich mache das wirklich, dass ich dann, mich kostet es immer nur einen Anruf, weil ich wirklich durch die Gastronomie so viele Menschen um mich herum habe. Ich meine, der beste Ort zum Netzwerken ist die Gastronomie. Also, da triffst du die unterschiedlichsten Menschen und bringst sie zusammen. Und wenn du dann noch die Kontakte von denen hast, dann kannst du die hin und her schieben Die Deals und wurden ja auch zusammenbringen. früher nicht irgendwie in irgendwelchen Büroräumlichkeiten geschlossen, sondern später halt im Restaurant oder an der Bar. Wahrscheinlich. Leute haben eine entspannte Atmosphäre, kommen zusammen, Klar. gutes Essen, gutes Trinken, verbindet ja auch die Leute miteinander. Das ist ja auch das Schöne. Es ist einfach ein verbindendes Element. Und eigentlich habt ihr die beiden perfekten genommen. Ihr habt nämlich Essen und Trinken und ihr habt auch Musik dazu. Also von daher, Auf wie jeden viel besser kann es sein? Tan, ich würde gerne mit dir noch eine Kurzfragerunde machen, eine Schnellfragerunde. Ich stelle dir ein Entweder-Oder und du musst dich entweder oder für Fall. etwas Liebe ich. entscheiden. Okay. Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Fries oder Curly Fries? Fries. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Okay, jetzt haben wir den noch dran dazu gepackt noch. Mobb Deep oder Nas? Oh, das ist gemein. Ja, deswegen habe ich vorher auch nochmal diese Ketchup-Mayo-Frage gemacht, damit du dich so in Sicherheit Ey, hat sich wähnst gerade und so so, ne? angefühlt. Ja, was ist das so? Ist easy, aber Ey, jetzt kommt Scheiße, also sowas. das ist wirklich mies, weil ich habe, oh Mist, ich höre beides sehr gerne, aber ich sag lieber Nas, weil Mobb Deep höre ich jetzt nicht mehr so oft, aber Nas, also gestern wieder Nas gehört. Und außerdem, guck mal, der Typ, der hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, guck mal, die letzten 5 Alben, die er rausgehauen hat, also wo man dachte so, okay, der ist durch mit seiner Karriere oder da kann nichts Krasses mehr kommen, hat der fünf so eine, sind doch 5 Alben, ne? Das ist eine Reihe, einmal Magic, hat er davon 2 oder 3 rausgebracht? Ich bin ganz ehrlich, ich bin bei Nas Bist du raus? irgendwann, Okay, nee, vielleicht ich sogar. bin irgendwann ausgestiegen. Also ich lieb Nas und Oh. für mich ist auch It Was Written und ich weiß, unpopular opinion, weil alle immer Illmatic sagen, keine Frage, ein wahnsinniges Album, aber für mich war It Was Written immer ein bisschen wichtiger. Echt, ja? Okay. Liegt aber auch daran, weil ich das zu einem anderen Zeitpunkt, also beziehungsweise ich war in meiner Jugend, als It Was Written rauskam, für Illmatic war ich Tacken zu früh. Ah, Und okay. dementsprechend habe ich da einen größeren Bezug zu. Ich habe es tatsächlich gestern auch noch gehört, als ich auf dem Basketballcourt morgens um Ach, 6:30 Uhr geil. stand, höre Oh, ich immer krass. It Was Written. Deswegen bin ich da näher dran, aber ich bin irgendwann ein bisschen ausgestiegen. Okay, muss ich mir gleich anhören, wenn wir fertig sind. Bei mir ist es tatsächlich I Am. Ja, Das okay. feiere ich sehr. Und Auch ein gutes Illmatic Album. ist natürlich auf jeden Fall super Ist und Klassiker, keine Klassiker. Frage. Ich weiß, wann ich das erste Mal die CD in der Hand hielt. Da stand ich in Schöneberg und hat mir ein Freund gereicht. Und ich konnte damit nicht so viel anfangen, weil ich war damals total auf West Coast. Ah, Und okay. da hat er mir diese CD gegeben, so ähnlich wie mit der Wu-Tang 36 Chambers. Ja. Ich habe nur West Coast gehört und ein Freund von mir, der die Sachen besorgt hat immer, auch aus Amerika, hat mir die CD so wirklich so auf den Tisch, in der, ich glaube, 9. Klasse oder so auf den Tisch gehauen. Er so, ey, Air, was willst du die haben? War ein Fehlkauf. Die 36 Chambers. Und ich habe mir die Geile reingezogen. Aussage. Ich habe mir die Oh reingezogen Mann. und dachte so, ne, so, was ist denn das? So, ne, es war ja wirklich irgendwie so ein krasser Lärm. Hat mich so in seinen Bann gezogen, irgendwie das Album. Aber ich dachte so, nee, ist nicht meins irgendwie. Bis dann halt, ne, auf einmal alle das gehört haben, bin ich wieder eingestiegen. Dann sollen wir noch so eine komplizierte Also Frage Nas, machen? Nas. Aber Ja, sollen wir noch so eine versuch. komplizierte Ja, Frage machen? komplizierter geht nicht, oder? Naja, wenn du gerade schon gesagt hast, du hast eigentlich immer Westküste gehört und dann halt Ostküste, dann machen wir doch mal Wu-Tang oder Dre. Oh, Alter, okay, krass. Können auch jetzt noch schwieriger Also, machen. warte mal. The Chronic oder 36 Chambers? Ey, Mist. Also, The Chronic habe ich wirklich gesuchtet, so. Also, das Ding ist so, ich bin zu dieser Zeit West Coast gewesen, ne? Also mit Chucks und alles, was so dazugehört hat, versucht zumindest. Mann, das ist gemein, wirklich. Chronic und dann kam Wu-Tang. Scheiße, ich sag mal Chronic, so wirklich. Fair, fair. Wir sprechen ja auch auf einem hohen Niveau.
7 Stunden lang mit ungefähr 25 Farben an einem Style-File arbeiten und krass viel Zeit investieren oder so 10 Minuten Chrome-Bombing? Ach so. Er hat beides was, so, ne? Also dieses Bombing. Ja, das so ist ja das Komplizierte bei entweder oder. Ja, ich muss kurz überlegen, weil das letzte Mal, dass ich irgendwie bomben war, das ist, glaube ich, 2006 gewesen. Also 2 Jahre vor dem Bürgeramt. Da hast du, ey, dieser Kick, so, das ist einfach dieses Gefühl, ne? Adrenalin. So, ich tag ab und zu mal noch so, um so ein bisschen dieses Gefühl, aber nee, das ist nicht zu vergleichen. Aktuell ist es mehr so ein Style an der Wand mit Freunden, ganz entspannt. Also so viele aus meiner Crew haben ja auch die letzten Jahre wieder angefangen zu malen und das ist schon angenehm, gechillt an der Wand zu malen. Aber ich muss sagen, dass ich immer wieder Bauchkribbeln kriege, wenn ich so geile Bombings sehe, ne? Da juckt es schon in den Fingern. So, das ist verdammt, die Frage ist sogar noch schwieriger. Aber ich sag mal, aber Bombing, doch, Bombing ist schon krasser. Dann machen wir noch eine etwas einfachere zum Schluss. Ja, machen wir. So einen 9-Stunden-Tag im Laden, wo du alle möglichen Leute triffst, wo es aber auch anstrengend ist, warm, Fett brutzelt, da ist Action, dies und jenes. Oder so ein Tag am Pool, wo du mit aber niemandem sprechen kannst, wo du irgendwie nur dich hast. Also ich liebe das schon, mich mit Leuten zu unterhalten, ne? Also ist nett am Pool zu chillen. Ich chill auch gerne. Irgendeinen Ausgleich braucht man ja auch. Aber ich sag mal, was mir wirklich, es macht mir schon Spaß. Also dieses, ne, Networken, Leute treffen im Laden, sondern man muss ja auch so bis zu einem gewissen Punkt dann auch manchmal performen. Ist schon auch manchmal wirklich kraftraubend, aber ich liebe es so. Also ich will 9 Stunden dann lieber Gäste empfangen. Und ich durfte dich ungefähr 1 Stunde hier als Gast empfangen, Tan, und dafür bin ich dir sehr dankbar. Es waren ein paar sehr, sehr schöne Geschichten. Vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich danke dir auf jeden Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und damit vielen Dank, dass ihr bei der 166. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und wie sie nicht alle heißen, hören und teilweise auch sehen. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, ja, diesen Podcast kann man auch auf Spotify gucken. Es ist echt absurd. Aber es geht. Vielen lieben Dank. Supportet uns auf jeden Fall. Hinterlasst ein Abonnement, gebt 5 Sterne, gebt eine gute Bewertung. Das bedeutet uns ganz viel und bringt uns weiter. Support friendly people. Auch ich hoffe, dass ich dazugehöre. Von daher tut das bitte gerne. Wenn nicht für mich, dann für den Rest der Crew natürlich. Und natürlich auch für Tan, wo ja jetzt ganz bald auch schon die Kollektion rauskommt. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine der supportive friendly people von Sneakerjägers und natürlich auch von Deadstock und seinem Team. Und eine wunderbare Rezension möchte ich euch hier natürlich nicht vorenthalten, weil auch da supportive-friendly people über 900 positive Bewertungen hat aus Sneaker Media schon auf den Plattformen. Und der Sven schrieb zuletzt: Ich finde, ihr seid mittlerweile viel mehr als nur Sneaker und Streetwear. Einer meiner Lieblingspodcasts überhaupt. Macht bitte genau weiter so. Wir geben uns Mühe, tun das auf jeden Fall. Vielen Dank für euren Support, bedeutet uns sehr viel. Wir hören und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Oh,